will euch ein Mini-Haul von meinem Clarins-Einkauf zeigen. Ich habe nämlich heute das Paket bekommen und ich war so happy, als das rechtzeitig angekommen ist. Und ich habe mir gedacht, ich drehe euch das noch schnell ab, weil mein Freund war eigentlich schon daheim und ich habe ihn jetzt auch weggestampert, damit ich noch schnell das Video drehen kann. Also, ich habe mir gekauft, ich hatte nämlich eine Probe davon, die Probe seht ihr aber erst im nächsten Aufgebrauchsvideo. Und ich hatte die Probe ja schon mal und habe so davon geschwärmt. Ich habe mir selbst als Geburtstagsgeschenk gemacht, das Clarins V-Shaping Facial Lift Serum. Ja, das will ich heute auch gleich verwenden, deshalb habe ich mir gedacht, ich drehe euch mal das Video ab. Das sieht so aus, es kommt auch sofort ins Badezimmer. Ja, ich habe es mir jetzt gegönnt. Es wäre trotzdem bei mir bei Müller, glaube ich, günstiger gewesen, aber egal. Ich habe ja nicht umsonst bestellt, sondern ich habe mir dann auch noch die Reinigungsmilch noch einmal mitbestellt. Weil die gibt es ja bei uns nicht. Und die habt ihr ja im letzten Aufgebraucht-Video auch gesehen. Und ich habe nur noch ein Backup, also ich kleiner Backup-Junkie braucht das natürlich. Jetzt habe ich die Kosmetiktasche draußen, aber ich werde versuchen, euch ein Foto davon einzublenden. Ich Schwachkopf habe es vergessen mitzunehmen. Als drei Muster, die man aussuchen durfte, habe ich mir ausgesucht den Body Partner, weil der ja nach Bio-Banane riecht und ich wollte den unbedingt ausprobieren. Dann die Maske habe ich mir noch ausgesucht. Das ist diese extra Firming Maske, die ja auch nach Banane, also die auch diese Bio-Banane mit drinnen hat. Ich schmeiße das alles ins Bett. Und von Eau Extraordinaire habe ich mir ausgesucht die Body Lotion, weil ich den Duft so gern mag. Ich habe den Duft sogar zu Hause. Dann war in so einem kleinen Dreier-Set oder Vierer-Set, waren die Sachen dabei. Einmal so eine Bräunungs-Drop-Ding, ich weiß auch gar nicht, wie ich das anwenden soll. Das wird sehr, sehr spannend. Eigentlich kann man das ja auch in eine Bodylotion mischen oder in Gesichtspflege oder so. Mal gucken, oh, jetzt kneift mich gerade mein BH, mal gucken, wie ich das anwende. Dann war noch eine Mascara drinnen. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt habe. Wenn nicht, werde ich die mal ausprobieren. Weil die andere will ich verschenken. Und ich weiß auch schon, wem ich das schenke. Einmal die hier habe ich drinnen. Die werde ich mal behalten und ausprobieren, obwohl ich eh so viele Mascaras habe. Dann einmal die Nachtcreme. Da habe ich auch die Dark auch und die werde ich auch verschenken. Weil da weiß ich schon, für wem ich das aufhebe zum Geburtstag. Und die passende Augencreme. Die werde ich auch verschenken. Die war in diesem Vierer-Set drinnen. So, nicht Dreier-Set, Vierer-Set. Ich glaube, ich habe Dreier-Set gesagt, ich trottel. Vierer-Set natürlich. Und dann noch zusätzlich, weil ich über 80 Euro geschafft habe, war noch von Tonic Bath and Shower Konzentrat drinnen. Das ist eine Riesengröße, da sind 100 Milliliter drin. Ich weiß halt nicht, ob das mein Ding ist, weil ich fand das vom Duft her letztens nicht so gut. Ich habe das schon einmal daheim. Dann habe ich die Hydro-Feuchtigkeitsmaske. Und auf die bin ich mega gespannt. Ich hatte die ja auch schon mal, aber ich wollte die unbedingt noch einmal haben. Jetzt das ist das Highlight von dieser Bestellung. Das ist ein Mini-Lippenöl. Die Vivi hat auch gesagt, das muss ja zuckersüß ausschauen. Und es schaut zuckersüß aus. Guckt euch mal diese Größe von diesem Lippenöl an. Ich bestelle dort so gerne, weil es dort... Ich bestelle gerade mal immer dann, wenn es so viele Geschenke gibt. Ich wisst ja, ich bin ein Geschenke-Junkie. Da kann es auch dann ein bisschen teurer sein, aber ich kriege ja auch die Reinigungsmilch nur dort, deswegen egal. Und ich habe nochmal das Double Serum Eye als Probe bekommen. Da werde ich aber noch ein paar verschenken, glaube ich, weil was mache ich mit so vielen? Ich habe jetzt so viele von denen. Ja, das war's. Ich bin auf jeden Fall ziemlich happy über mein Serum. Ich weiß, das Video war jetzt ein bisschen kurz. Ich glaube, ich habe euch die Sachen ein bisschen zu schnell gezeigt. Aber wenn ihr ein bisschen was über was wissen wollt, ich habe die Feuchtigkeitsmaske schon mal gehabt. Die ist wirklich gut für Mischhaut. Wäre die super. Es gibt ja drei verschiedene, die Pure, die Komfort und die Feuchtigkeit. Und die Feuchtigkeit kann man jeden Hauttypen. Die Pure nehme ich nur, wenn ich so Unreinheiten zurzeit habe. Die ist wirklich gut. Ich glaube halt ehrlich gesagt, dass ich eher aktuell zu Clarins wechseln werde bei Gesichtspflege, weil... Das ist das erste Ding, was ich mir selber gekauft habe von Clarins eigentlich. Nein, nicht ganz. Also gesichtspflegemäßig schon, Reinigung jetzt nicht, aber ich freue mich schon, wenn ich das heute wieder verwenden kann. Ich habe die Probe leer gemacht und war mega traurig drüber. Ja, und jetzt freue ich mich, dass ich das wieder habe und in Original. Also es sind 50 Milliliter, kostet hat 66 Euro, also ja.
Ja. Und die Reinigungsmilch hat 18 Euro gekostet. Und weil ich halt über 80 Euro war, gab es da so viele Geschenke dazu. Und man kann sich immer 3 Proben aussuchen. Einmal habe ich ja bestellt, wo man 6 Proben aussuchen hat dürfen, wenn ihr euch erinnern könnt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Sorry, wenn es nur so ein Mini-Unboxing war. Aber ich wollte euch die Sachen unbedingt zeigen, besonders dieses Mini-Lippenöl ist ja urherzig. Ich finde, es zahlt sich schon aus, wenn man dort bestellt. Probiert das mal. Also, ich weiß nicht, ob man... Ich habe ja auch einmal so ein Probierset gekauft, wenn ich euch daran erinnern könnt. Ich habe es leider vergessen zu verlinken, aber ich versuche mal, den Link unten in die Infobox zu geben von der Seite. Ich gucke immer nach. Man kann auch Punkte dort sammeln und kriegt halt wirklich viele Geschenke dort, was ich echt gut finde. Also, auch wenn das Video kurz war, besser als gar kein Video, würde ich sagen. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!